Und damit begrüße ich euch zur Tour de France 1998, die Skandal-Tour de France. Und heute kann ein guter Tag werden, ein guter Tag zum Sterben, aber natürlich auch ein guter Tag für Jan Ullrich, um in der Gesamtwertung vielleicht nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Das Zeitfahren steht an. In der nächsten Folge wird es dorthin gehen. Es wird jetzt relativ kurze Folgen geben, leider, weil ich zeitlich das Ganze nicht so hinbekomme. Das Abonnententhema hat doch ein bisschen Priorität. Dort habe ich gerade auch aufgenommen. Aber heute kann es mit Jan Ullrich sehr, sehr gut werden. Wir haben auch Bjarne Riis in guter Form, wir haben Udo Bölz in guter Form. Deswegen mache ich jetzt mal Heppe einfach für Ulle. Wir machen Frattini für Riis. Und ich würde theoretisch sogar Udo Bölz noch beschützen wollen. Dann geben wir Totschnig für Udo Bölz. Dann haben wir unsere drei Bergfahrer auf jeden Fall beschützt. Rolf Aldag und Zabel sind ein gutes Team. Wie gesagt, ich beschütze immer ganz gern Fahrer. Das werde ich auch weiterhin so beibehalten. Dann können wir nämlich am Berg dann umswitchen. Heute natürlich keine Ausreißergruppe, das macht keinen Sinn. Wir sind in der Gesamtwertung mit 3 Minuten 12 auf Platz 8. Heute Bergwert 84, nochmal Ausdauerwert auf maximal hoch. Also wir müssen heute quasi auch was machen. Wir dürfen heute auf jeden Fall keine Zeit verlieren. Morgen im Zeitfahren wird es dann, denke ich mal, in unsere Richtung gehen. Vorne macht Onze Tempo, und Banesto Tempo, wenn ich das richtig sehe, für Abraham Olano wahrscheinlich. Genau, da haben wir ihn auch in der Gesamtwertung auf Platz 10, 3,39 Rückstand. Hat sich heute also was vorgenommen, der Gute. Gerade Richtung Zeitfahren, auch unser größter Konkurrent. Wir können die Gesamtwertung gerade nochmal drauf machen, für alle, die es vergessen haben. Momentan in Front José María Jiménez von Banesto. Darf man natürlich nicht vergessen. Hatte ich auch gerade eben schon wieder vergessen. Deswegen macht Banesto vorne auch Tempo. Laurent Jalabert von Onze auf Platz 2. Laurent Defoe von Festina auf 3. Pantani momentan in Lauerposition auf 4. Frank van den Broek, Fernando Escartin, Laurent Prochard, Jan Ullrich, Bobby Julik und Abraham Olano vervollständigen dann die Top 10. Die Abstände sind schon relativ groß und gerade Jan Ullrich hat mit 3 Minuten 12 schon relativ viel verloren. Das müssen wir auf jeden Fall ein wenig eindämmen. Christian Hennen holt uns mal eine Pulle Wasser. 1998 haben die Fahrer noch mehr Wasser getrunken als heute. Es wirkt gerade so, als ob das gerade schneller leer gegangen wäre. So, den guten Herrn Tötschnick haben wir natürlich auch noch am Start und dann werden wir natürlich umswitchen kurz vom Berg. Dann geht es allen Fahrern hoffentlich noch gut. Christian Hennen könnte jetzt mit der Pulle langsam mal vorkommen. Natürlich ist er genau wieder dort durchgefahren, wo es Pulkw ist. Ja, komm, jetzt prügel dich mal durch, Junge, sonst kommt gleich wieder. Wir haben kein Wasser. Aber Hauptsache Ulle hat Wasser, das ist das Wichtige. Das ganze Team ist natürlich auf Jan Ullrich zugeschnitten und auf Erik Zabel im Sprint. Der wird allerdings heute, glaube ich, nicht ganz vorne landen. Bergwert 62. Könnte eng werden. Ja, Christian Hennen ist doch unterwegs. Seine eigene Wasserflasche schon wieder fast leer. So, also 12. Etappe sind wir, glaube ich, schon. Montpellier, den Mont Ventoux geht es natürlich heute nach oben. Rundherum ist gar nichts. Das sieht immer wunderschön aus. Man kann, glaube ich, vom Mont Ventoux kann man einmal um die Welt gucken. Und wenn man ganz weit guckt, sieht man seinen eigenen Hinterkopf. So habe ich das mal gelernt. Das funktioniert tatsächlich. Müsst ihr einfach mal machen. Also tolle Aussicht auf jeden Fall vom Mont Ventoux. Der kahle Riese. Kennt man natürlich die Baumgrenze, die dort irgendwann erreicht ist. Jetzt natürlich noch legendärer geworden durch die Tour de France 2016, als Chris Froome dort quasi zu Fuß hochgerannt ist, weil irgendwie ein Fan ihn zu Sturz gebracht hat. Und meine Stimme versagt jetzt langsam schon. Das ist jetzt schon über 4 Stunden Aufnahme wieder. Da geht es dann irgendwann mit den Kräften zu Ende. So, mit dem Wasser holen würde ich noch ein bisschen warten. Aber heute muss natürlich Jan Ullrich auf jeden Fall was machen. Mit den Formwerten dürfen wir nicht einfach nur mitfahren. Wir können schon Attacken mitgehen. Alter Schwede, wie die da außen nach vorne flitzen. So, Christian Hennen, wir brauchen jetzt Wasser. Dringend. Ich hoffe mal, er schafft das. Ich lasse es mal auf vierfache Geschwindigkeit, damit die Etappe nicht gar zu kurz wird. Aber wie gesagt, ich muss die ja auch noch hochladen. Machen wir nämlich das etwas kürzer. Die Abonnententeam-Folgen sind dann weiterhin so 45 Minuten bis eine Stunde. Waren auch sehr, sehr cool. Hat echt Spaß gemacht, das aufzunehmen. Sind spannend anzuschauen. Kann ich quasi nur Werbung für mich selbst machen. Hat, wie gesagt, mir sehr viel Freude gemacht. So, 70 Kilometer. Ich glaube, wir müssen danach nochmal Wasser holen. Ausreißer sind 15 Minuten weg. Schauen wir mal, wer denn die Ausreißer sind. Ob wir sie noch kennen. Schauen wir mal. Bobrik sagt mir persönlich nichts. Dann natürlich Roland Meyer.
Cabello, gut, aber die Kelme-Fahrer habe ich mir auch nie so gemerkt. Giuseppe di Grande, ich weiß es aber auch nicht genau, von Mapai. Bourguignon, Mauri und ach, Erik Decker, natürlich. Erik Decker, der war cool. Guten Beschleunigungswert gehabt. Ich glaube, wie gesagt, mal drei Etappen bei der Tour de France hintereinander gewonnen und immer den Sprintern im letzten Moment vor der Nase den Etappensieg weggeschnappt. Das fand ich immer ganz interessant. Aber auch so die Rabobank-Jungs fand ich generell immer ganz spannend. So, Fabio Baldato hat sich da gerade zurückfallen lassen. Wir haben natürlich weiterhin ein Auge auf Jan Ullrich. Durchaus unser Kapitän. Vorne Banesto weiterhin in voller Teamstärke. Das sieht man irgendwie heutzutage auch nicht mehr so häufig. Also zumindest auch hier beim Radsportmanager nicht, dass dann das komplette Team vorne hinfährt. Wahrscheinlich Abraham Olano und Jiménez sind dann nur rausgenommen. Ansonsten sieht es so aus, als würden alle Tempo machen. So, jetzt hoffe ich mal, dass Christian Henn vielleicht noch ganz gut mit über den Hügel kommt. Er fällt gerade schon zurück. Sind jetzt noch. Ja, okay, ich kann ihn jetzt nochmal Wasser holen schicken. Ich denke mal, er schafft das. Und dann geht es gleich in den Anstieg rein. Kommt natürlich noch ein kleiner Gegenhang. Scheiße, den habe ich jetzt ein bisschen übersehen. Aldag und Zabel fallen zurück. So, dann noch eine Bergwertung der dritten Kategorie. Frattini, alle sind vorne mit dabei. Christian Henn kämpft und macht. Mal schauen, ob er es schafft in der Abfahrt. Komm schon, bring die Pulle. Yes, sehr schön. Nur Heppner hat noch nichts, aber das ist nicht so schlimm. Wir gehen runter ins Feld. Jetzt geht's nochmal in die Ebene. Dann geht's gleich den Mont Ventoux nach oben. Und wir müssen alles tun, damit Jan Ullrich heute vielleicht ja sogar ein bisschen Zeit gut macht. Das wäre sehr, sehr schön. So, Christian Henn darf raus. Genauso wie Erik Zabel. Das ist mir persönlich jetzt wurscht, was die beiden machen. Mal zu Indurain nach vorne. Genauso mit Björn Ries und mit Udo Bölz. Dann schauen wir mal, wie hoch das Tempo ist. Ich würde erstmal keine Attacke selbst initiieren, sondern wenn, dann mich hinten dran hängen. So, Frank van den Broek natürlich das weiße Trikot auch noch ein Ziel, so ist es nicht. Haben wir durchaus auch noch auf dem Zettel. Jetzt geht es noch ein kleines Stück in der Ebene entlang. Dann schauen wir mal, wann Marco Pantani zum Beispiel reagiert. Momentan nur Vierter in der Gesamtwertung. 20,7 Kilometer lang das Ding. Die Ausreißer werden die Etappe wahrscheinlich gewinnen, aber darum geht es ja auch gar nicht für uns. Also wäre schön, wenn, aber muss nicht sein. Ja, Mercatone Uno auf jeden Fall auch vorne mit in der Nachführarbeit. Laurent Prochard lustigerweise dort auch schon einsortiert von Festina. So, es sind noch 24 Kilometer. Man darf es jetzt natürlich nicht verpassen, dass man hier unten drauf schaut, unten rechts. Das wäre eher ungünstig. So, aber das muss doch gut werden. So, jetzt Konzentration. So, wir haben noch Heppner vor Jan Ullrich. Jetzt geht es langsam in den Berg rein. Jetzt wird es dann langsam auch schwierig für Heppner, glaube ich, der jetzt schon ziemlich durch ist. Jetzt gibt es erstmal Ries vor Ulrich. Tempo ist ein bisschen raus. 16 Kilometer, da kommt Ries auf jeden Fall. Udo Bölz hat auch noch einen ganz guten Dritt drauf. Hätten wir aber auch schon mal früher etwas höher stellen müssen. Ich glaube, jetzt reicht dann Björn Ries auch für Jan Ullrich. Huch, ist ja vollkommen weggeblockt worden. Ich bin, wie gesagt, vorsichtig mit Attacken, weil der Schwierigkeitsgrad am Berg deutlich zu merken ist. Da haben wir Marco Pantani. Da können wir also sofort reagieren. Ulle hat hier einen guten Beschleunigungswert bekommen. Laurent Prochard macht jetzt vorne Führungsarbeit, obwohl er in den Top Ten ist. Aber er macht wahrscheinlich für seine Helfer jetzt das Tempo komplett raus.
Weiß gar nicht, warum Ulle da jetzt kurz nach vorne gefahren ist, aber gut, Tempo ist okay. So, noch 14 Kilometer. Jeder weiß, dass sich dieser Berg extrem zieht. 7,7 Kilometer lang, also relativ konstant. Wie gesagt, normalerweise würde man sagen, ein guter Ulleberg. Aber wir wissen auch, dass Marco Pantani hier zum Beispiel schon mit Lance Armstrong oben angekommen ist. Ich glaube, ein paar Jahre nach 98. Alle Favoriten hier vorne dabei: Jiménez, Manuel Beltran, Prochard, Wironk, Pantani. Aber Ulle in guter Position und der sieht noch richtig frisch aus. Aber es ist so richtig Stehversuche fast hier vom Feld. 12 Kilometer noch. Und das Tempo ist sehr, sehr langsam. Aber wie gesagt, ich will hier keine Attacke setzen. Wir können theoretisch jedes Tempo mitgehen heute. Mal genau beobachten. Wölz hat Probleme. Ulrich in guter Position. Vorne ist die 10-Kilometer-Marke. So, Pjarne Riis macht weiter. Sehr, sehr guten Job für uns. Hoffen nur, er wirft sein Rad nicht gleich ins Kornfeld. Das müsste Fernando Escartin sein. Pantani geht mit. Müssen wir mitgehen, die Attacke. Bleibt uns nichts anderes übrig. So, wir sind in der Hauptgruppe dabei. Gibt es da eine Lücke nach hinten? Beltran. Casagrande. Gut, wir sind vorne mit dabei. Es sind noch 8,4 Kilometer. Jetzt heißt es allerdings jeder gegen jeden. Jan Ries. Natürlich auch noch dabei. Eskatin macht jetzt hier die Führungsarbeit. Also Eskatin ist momentan Sechster in der Gesamtwertung 1,49. Pantani Vierter mit 1,21. Ulle 3 Minuten. Casagrande 3,39. Jalabert. Das gelbe Trikot wird hier rangefahren von Abraham Olano. Dann kommt Manuel Beltran in dritter Position. Wir haben aber doch durchaus das Team Festina zum Beispiel ein wenig abgehängt. Mal schauen. Können die momentan noch ganz gut mitfahren. Ich würde auch keine Führungsarbeit unbedingt machen wollen. Pantani darf das gerne tun. Ich gehe mal ein bisschen runter. Es sind noch 6,6 Kilometer. Pantani macht weiterhin die Führungsarbeit und da müssen wir natürlich. Hat selbst Ulle zu kämpfen, um da mitzukommen. Ich mache gerade nochmal den Blick nach hinten, ob wir irgendjemanden abgehängt haben. Es scheint jetzt, Jiménez kann mithalten, Olano, Casagrande. Aber einige Fahrer haben Probleme. Unter anderem Laurent Jalabert, der zweite der Gesamtwertung, ist zurückgefallen am Ventoux. Beltran, Zülle auf 14. Van den Broek haben wir abgehängt. Thema weißes Trikot, da oben sehen wir Ulle. Dann Laurent Dufaux, den dritten der Gesamtwertung, haben wir ebenfalls hinter uns gelassen. Massimiliano Lelli, Bobby Julik ist abgehängt. Wironk auf jeden Fall auch weg. Das ist ein guter Tag für Jan Ulrich. Ein sehr guter Tag für Jan Ulrich. Jetzt müssen wir es nur noch gut zu Ende bringen. Es sind noch 5 Kilometer. Wir haben noch alle Optionen auf unserer Seite. Machen jetzt allerdings die Führungsarbeit. Eskatin versucht es nochmal zu attackieren. Wir gehen es mit. Ist verdammt lang. Gehen wir mal kurz raus. Sind noch 2,8 Kilometer. Da kommt Jiménez an der Seite vorbei und er legt ein ordentliches Tempo hin. Pantani ist durch, allerdings sind wir auch durch. Jiménez auch platt. Alter Schwede, Jiménez ist schon verdammt gut drauf, aber wir nehmen den anderen ein bisschen Zeit ab. Komm schon, Ole, zieh! Verdammt nochmal.
Jimenez ist zu stark, aber ein schlechter Zeitfahrer. Komm, Ulle. Plus 4 Tagesform. Jimenez kommt auf Platz 6 rein. Wir kommen auf Platz 7. Jetzt kommt Marco Pantani, dem wir Zeit abnehmen. Jede Sekunde zählt. Sehr schön. Mit Eskatin kommt er an. Dann Olano, der im Zeitfahren. Rinero, Juli kommt dann hier. Haben noch mal ein bisschen Zeit gut gemacht, die Jungs hinten raus. Abstände also nicht ganz so groß. Wir haben uns aber verbessert. Also die gute Tagesform von Jan Ullrich genutzt. Die Attacke hätten wir vielleicht nicht 100% mitgehen sollen, sondern einfach unser Tempo konstant hochfahren. Das war, glaube ich, der Fehler jetzt hinten raus. Da kommt Bjarne Riis, das ist nicht ganz so wichtig. Ich stelle jetzt mal etwas schneller. Beziehungsweise wisst ihr was? Auf jeden Fall mal machen können. So ein bisschen. Ach, guck mal hier. Hier sehen wir, wie die Fahrer verschwinden. Auch schön. So ein bisschen das Mont Ventoux-Feeling vielleicht nochmal genießen. Bjarne Riis sprintet in der Abfahrt, auch nicht schlecht. Was macht der Erich? Da kommt der Erich mit Aldag an seiner Seite. Natürlich ein bisschen im Peloton, wahrscheinlich Sprinter um sich rum. Auch geht eigentlich sogar. Ach, guck mal hier, Didi Senft, der jeden anfeuert, finde ich sehr schön. Da ist er der Teufel, läuft immer mal wieder mit. Sehr schön gemacht, finde ich generell so ein schönes Detail vom Spiel. Und dann haben wir das relativ gut gemacht. Ich mache jetzt nochmal die Achtfache rein, dann sehen wir das Peloton, das Peloton sei schon quasi hier den Besenwagen, das Gruppetto, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Servais Knaven ist der letzte guter Kopfsteinpflasterfahrer immer gewesen. So, das war eine sehr, sehr gute Etappe. Habe ich mir ähnlich vorgestellt. Wir haben sogar Pantani am Berg geschlagen. Wir sehen, dass der Etappenstand 8 Minuten 9. Wir haben 36. Oh Gott, ey, ich kann gar nicht mehr rechnen. 38 Sekunden haben wir gut gemacht. Auf Pantani bedeutet Platz 6 mit 3,34 jetzt Rückstand. Jimenez hat sich natürlich nochmal abgesetzt. Der wird es im Zeitfahren jetzt wahrscheinlich aber verlieren. Wir sind an Pantani ran. Ich würde sagen, im Zeitfahren können wir. Boah, Gott, wir sind zeitgleich mit Frank van den Broek. Also haben wir das weiße Trikot wahrscheinlich nicht. Im Zeitfahren können wir auf jeden Fall jo, Richtung Podium schielen, würde ich mal sagen. Und die letzten Bergetappen sollten vielleicht auch noch ganz gut werden für Jan Ullrich. Also, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Da sind wir zeitgleich momentan. Das weiße Trikot werden wir uns schon noch holen. Spätestens im Zeitfahren wird es soweit sein. Ein Sieg für Meier, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Roland Meier, verdienter Sieger. Herzlichen Glückwunsch dazu. War ja auch damals bei der Tour 98 wirklich sehr erfolgreich. Giuseppe Di Grande auf 2. Melchior Mauri. Gut, auf Melchior wäre ich jetzt nicht mehr gekommen. Francisco Cabello wahrscheinlich. Erik Decker und dann natürlich José María Jiménez. Wir sind quasi Zweiter geworden. Nur er hat uns geschlagen, hat auch sehr gutes Team an seiner Seite, muss man sagen. Banesto hat ihm da quasi bis, ja, 5, 6, 7 Kilometer vom Ziel noch einen Helfer zur Seite gestellt. Das hatten wir natürlich nicht. Da konnte Bjarne Riis nicht mehr mithalten und auch sonst Udo Bölz war nicht mehr zur Stelle. Das ist so ein bisschen unser Nachteil. Jetzt kommt das Zeitfahren, 37,2 Kilometer lang. Ja, das wird wirklich schwer für ihn, das Trikot zu behalten. Bin gespannt. Marco Pantani, auch nicht der optimale Zeitfahrer. Ulle mit einem 84, nee, 83er Zeitfahrwert. Eigentlich sogar ein bisschen unrealistisch, weil er eigentlich bei Prologen schwächer war als bei Zeitfahren. Das ist, hätte man eigentlich eher andersrum wählen müssen, aber was soll's. Also, geht von Bourg-Saint-Andéol nach La Caverne-du-Pont-d'Arc. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid beim Zeitfahren der Tour de France und wir greifen einfach mal an. Ich würde sagen, mindestens gelbes Trikot. Darunter geht gar nichts. Bis dann.